Hallo und herzlich willkommen bei den Zwergperten. Mein Name ist Laura und ich will euch heute mal ein bisschen was über Autofahren im Winter erzählen. Da ist es ja nur so, dass wir wollen, dass die Kinder warm genug angezogen sind. Es ist im Auto ja erstmal kalt, der Weg zum Auto, vom Auto wieder weg. Aber gleichzeitig ist die dicke Jacke auch ein Problem. Das liegt daran, dass das Material von der Jacke, man sieht jetzt hier, dass die gar nicht so besonders dick ist, sich im Unfall komprimiert auf die Dicke von einem Blatt ungefähr, weil alle Luft rausgedrückt wird, wenn das Kind mit voller Wucht in die Gurte gedrückt wird. Ich habe jetzt hier richtig feste gezogen, also da geht nicht mehr viel. Man sieht auch, wenn man jetzt sagen würde, hier dieser Zusammenkneiftest, da ist alles fest soweit. Wenn ich jetzt das Kind aber rausnehme, und wir haben das Kind jetzt mal so angeschnallt, wie wir das bei den meisten Kunden sehen. Manche geben sich Mühe, dass die Jacke nicht unterm Beingurt ist, aber die meisten Kinder sind einfach drin und angeschnallt, weil der Gurt ist ja trotzdem fest oder zumindest sieht so aus. Wenn wir dem Kind jetzt mal die Jacke ausziehen, dann können wir es nochmal in die gleiche Gurtlänge setzen und uns mal den Unterschied anschauen. Manchmal muss man sogar die Kopfstütze verstellen, weil die Jacke so dick ist. Hier geht es jetzt gerade noch so. Und ich schnalle das Kind nochmal an mit genau der gleichen Gurtlänge von eben, wo ihr gesehen habt, dass es wirklich fest war. Wenn alles richtig ist, ist es richtig, richtig weit. Also wenn ich jetzt hier zusammenkneife, kann ich ganz viel fassen. Und bei der Puppe ist das ein bisschen schwer, weil die steif ist, aber es geht trotzdem. Kann man problemlos rausholen. Ich mit meiner Kraft und im Unfall geht es dann erst recht. Das ist natürlich erschreckend und man muss natürlich probieren, das Kind trotzdem warm und sicher zu halten. Und die beste Variante sind beispielsweise Ponchos. So ein Poncho kann man dem Kind einfach überziehen und kann das Kind drunter anschnallen. Oder man kann auch einfach das Kind in den Sitz setzen und den Poncho danach drüber ziehen. Das ist natürlich das Einfachste. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass das Kind auf dem Weg zum Auto warm angezogen ist, dann machen wir es jetzt mal so, wie man es dann auch machen würde. Man setzt das Kind mit dem Poncho in den Sitz. Der Poncho hängt hier hinten drüber. Und dann kommt es darauf an, was die Kinder tolerieren. Entweder man macht einfach den Spaß und klappt es mal hoch. Wenn das nicht geht, dann knudelt man es einfach ein bisschen zusammen und schnallt das Kind darunter an. Man muss jetzt hierbei ein bisschen darauf achten, wenn man da im Halbdunkeln anschnallt, dass trotzdem alles richtig ist. Aber das kann man ja auch nochmal mit einem Blick kontrollieren. Jetzt kann ich das Kind richtig fest anschnallen. Der Gurt ist fest. Gerade sitzt. Und das Kind kann trotzdem zugedeckt werden. Die Kinder können aber auch die Hände an der Seite rausnehmen. Und wenn ich das Kind nachher wieder rausnehme, hat es den Poncho weiterhin an. So sind die Kinder sicher angeschnallt und schön warm angezogen. Und solche Ponchos findet ihr jetzt bei uns im Shop mit Bio-Baumwollplüsch und mit Ökotex geprüftem Vlies. Den Link findet ihr unter dem Video und dann könnt ihr im Onlineshop einfach mal schauen, ob was für euch dabei ist. Tschüss!